Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Neu im Bücherregal, unsere Büchersendung über regionale Autorinnen und Autoren. Ich bin Uschi Günther. Mir gegenüber sitzt Hendrik Fuchs. Hendrik, drei Bücher wollen wir vorstellen. Was haben wir uns dann für heute ausgewählt? Ja, wir haben drei Bücher mitgebracht. Das erste ist ein Kinderbuch von Gundula Ihlefeld. Es heißt Leas Geschichten. Das zweite ist ein Lyrikband von Pia Monika Nittke zusammen mit ihrer Tochter, einer Fotografin Elisabeth Heinemann. Und das dritte, etwas für unser Format ganz Neues, ein Aphorismenband von Günther Hartmann. Ja, Hendrik, danke schön. Zuzufügen ist noch, dass die Sendung der Förderverein der Schriftsteller verantwortet und wir beide im Vorstand des Fördervereins sind. Ja, und jetzt steigen wir ein und fangen an mit der Lea. Wir fangen einfach mal an mit Leas Geschichten von Gundula Ihlefeld. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, denke ich, sollten wir uns erstmal ein kleines Porträt anschauen über die Autorin. Ich schreibe schon seit mehr als 30 Jahren, aber ich habe zunächst wissenschaftliche Texte verfasst, und zwar im Rahmen der Germanistik und auch im Rahmen der Alphabetisierung für Erwachsene habe ich für Kursleiter Materialien verfasst und auch für Kursteilnehmer habe ich ein Unterrichtsmaterial verfasst, mit dem sie arbeiten können und auf der Grundlage sie mit den Buchstaben und Texten umgehen können. Also ich habe ja im Rahmen dieses Lehrmaterials auch kleine Texte für die Teilnehmer verfasst. Und da habe ich gedacht, da müsste man noch mal versuchen, ob man da mehr daraus machen kann. Und so kam ich dazu, dass ich Kurzgeschichten geschrieben habe, und zwar Kurzgeschichten für Frauen im Genre der Unterhaltungsliteratur. Und die habe ich an Zeitschriften geschickt und die haben die gekauft. Und da habe ich gedacht, dann werden die so schlecht nicht sein. Und dadurch habe ich immer weiter geschrieben. Und so kam ich auch dazu, dass ich für Kinder und Jugendliche geschrieben habe. Mein Anliegen ist es ja, für Kinder zu schreiben und ihnen die Neugier und das Interesse am Buch und am Lesen zu wecken. Und in diesem Rahmen fahre ich ja viel in Grundschulen oder ich fahre auch in Horte und lese für Kinder oder ich erzähle Geschichten. Und da war ich in einem Kindergarten. Und da saß ein kleiner Junge mit großen Augen, offenem Mund und hat meiner Lesung gelauscht. Und meine Lesung ist immer interaktiv, sodass ich am Anfang immer sage, wir reisen 500 Jahre zurück in der Geschichte und kommen im Mittelalter an. Und dann unterhalten wir uns und haben ein Brainstorming, was gibt es alles im Mittelalter, was verbindet ihr mit dem Mittelalter, mit den Rittern. Und dann erzähle ich vom Renald und am Ende meiner Lesung sage ich so, und jetzt ist der Renald schon 7 Jahre lang ein Ritterpage gewesen. Er hat alles gelernt, was er braucht und jetzt wird er zum Knappen erhoben. Und dazu gibt es immer eine große Feier. Ihr wisst ja, im Mittelalter feiern die Leute viel und gern. 3 Tage und 3 Nächte. Aber es gab im Mittelalter noch keine Bonze und keine Schokolade. Aber Süßigkeiten, die hatten die Leute trotzdem. Und ich habe euch Mittelalter-Süßigkeiten mitgebracht. Seid ihr mutig und möchtet ihr probieren? Und da sitzt dieser 5-jährige Junge, hochrote Wangen und sagt, nee, du Frau Ihlefeld, das darf ich nicht essen, was du da mitgebracht hast. Du hast gesagt, wir sind über 500 Jahre zurückgereist. So ein altes Gelumpe, da schimpft meine Mama. Bei uns gibt's nur frische Sachen. Das esse ich nicht. Ja, Uschi, interessante Frau, die Frau Ihlefeld. Und die hat unter anderem dieses Kinderbuch Leas Geschichten vorgelegt. Es handelt sich um 4 Geschichten, die von einer etwa 6-jährigen
handeln, die in die erste Klasse geht, die unlängst mit ihrer Familie, unlängst heißt vor einem Jahr, mit ihrer Familie neu in eine Gegend gezogen ist und sich da nicht so richtig wohlfühlt. Sie hat keine Freunde, weder dort, wo sie wohnt, noch in der Klasse und wünscht sich natürlich sehnlichst einen Freund, vielleicht auch eine Freundin, könnte auch ein Haustier sein, aber da sagt ihre Mutter, nein, dafür haben wir keine Zeit, ihr seid in der Schule, am Ende bleibt ja wieder alles an uns als Eltern hängen, hier kriegst du auch nicht. Und so wird eines Tages auf dem Kopf des kleinen Mädchens festgestellt, dass sie Läuse hat und als Freundesersatz betrachtet sie dann diese Tiere für sich als Freunde. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite heißt Der Umzug. Dort zieht eine andere Familie in die Nachbarschaft. Die haben einen kleinen Jungen, mit dem sie sich anfreundet, nachdem sie ihm den Garten gezeigt hat und er sich gewundert hat, dass da überall kleine Gefäße mit Wasser stehen, fragt er die Lea, was das denn solle. Und sie sagt, naja, die Tiere wollen ja auch was trinken und ich habe denen das aufgebaut. Und dann lacht er sie aus und danach zeigt Lea ihm dann einen Bienenstock. Dann freunden die sich an, verbringen viel Zeit miteinander. In der dritten Geschichte, endlich Ferien, stellt Lea fest, dass die Familien ihrer Klassenkameraden alle in der Ferienzeit im Urlaub fahren, in ferne Länder. Nur sie muss zu Hause bleiben. Auch Marc ist nicht da, ihr einziger Freund. Sie ist wieder alleine. Aber ihre Eltern nehmen sich die Zeit mit den Kindern. Sie hat einen 4 Jahre älteren Bruder, für ein paar Tage an die Ostsee zu fahren. Sie genießt die Zeit, findet dort einen Hühnergott, von dem die Mutter sagt, der erfülle Wünsche. Und in der vierten Geschichte ein Geheimnis, da setzt die Geschichte dann in der zweiten Klasse an, macht die Klassenlehrerin mit der Schülergruppe einen Ausflug in den Wald. Dort findet Lea einen Igel, den sie mit nach Hause nimmt. Die Mutter sagt, das sei kein geeignetes Haustier. Und es kommt dann in der Klasse zu einem Gerangel um den Hühnergott mit einem Klassenkameraden, den sie eigentlich nicht mag. Dabei wird sie verletzt, der Klassenkamerad entschuldigt sich und auch die freunden sich an. Das sind jetzt mal zusammengefasst diese 4 kleinen Geschichten. Und die Frage, die natürlich damit einhergeht, Uschi, ist, was will denn Gundula Ihlefeld so grundsätzlich mit diesen 4 Geschichten eigentlich ihren Lesern und Leserinnen erzählen? Ich denke, sie ist da ganz nah bei dem Alter und bei den Themen, die Kinder in dem Alter natürlich wirklich umtreiben. Wenn jemand neu irgendwo hinzieht, ist das immer ein Rieseneinschnitt. Noch dazu, wenn auch noch der Schulbeginn dazukommt, also ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich glaube schon, dass die Gundula Ihlefeld so eine kleine Hilfestellung geben möchte. Es kann alles Mögliche passieren, du hast das ausgeführt, die Läuse auf dem Kopf und das wird ja dann auch ein bisschen witzig oder sogar ziemlich witzig, wenn die Lea eben sagt, naja, ja, Mama hat immer gesagt, ein Haustier geht nicht, aber jetzt habe ich doch die Läuse und da kann man doch und das ist doch und ja, ich musste dann natürlich an Flohzirkus denken, was natürlich dann nicht unbedingt im Kontext der Kinder da ist, aber da habe ich geschmunzelt und ich glaube schon, dass die Kinder dann auch kichern, was Läuse sind und wenn die da auf dem Kopf rumhüpfen, das hat vielleicht das eine oder andere Kind schon erfahren und dann finden, denke ich mal, Kinder das auch witzig, dass die Lea die Läuse nun plötzlich als Haustier haben möchte. Aber ganz genauso ist es auch mit Beziehungen. Gut, Beziehung zum Tier ist das eine, aber Freunde zu haben ist natürlich ganz, ganz wichtig. Gerade wenn ich in die Schule komme. Ich glaube, Gundula Ihlefeld kennt Kinder in dem Alter ganz gut. Ich habe da noch eine andere Ebene festgestellt, weil ich glaube, Stichwort Intention, dass es ihr darum ging zu zeigen, wie der Mensch mit der Natur umgehen sollte und das Ganze aus Kindersicht. Da haben wir die Beziehung Kind-Tier. Das sind einmal die Bienen in der ersten die Läuse in der ersten Geschichte, die Bienen in der zweiten Geschichte. Dann ist das die Natur, das Meer an der Ostsee. Und in der vierten Geschichte dann nochmal so grundsätzlich das Verhältnis Mensch zu Natur, was sie auch davon spricht, die Natur müsse im Gleichgewicht
bleiben und der Mensch dürfe dort nur im geringen Maße eingreifen. Das war so die Ebene, die ich da noch gesehen habe. Natur aus Kindersicht. Ja, stimme ich absolut zu. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch, wenn in der zweiten Geschichte der Freund, der noch kein Freund ist, aber dann einer wird, spoilern wir hier mal, können wir ja unter Erwachsenen so tun, der auch in seiner Unlust, ich bin jetzt umgezogen und ich habe keine Freunde und alles ist langweilig, und der haut dann auf die Blumen ein und fragt sich, wie du schon erwähnt hattest, warum sind denn diese ganzen albernen Gefäße mit Wasser hier? Und er wird so dargestellt als ein Kind, was mit Natur möglicherweise wenig zu tun hatte. Und jetzt wird er damit konfrontiert, und ich glaube, das löst die Autorin dann auch recht gut, indem sie die Kinder sich annähern lässt. Die Lea ist eine sehr verständige und erklärt ihm alles, ob das nun die Blumen sind oder die Bienen, die die Blumen wieder brauchen, und warum die kleinen Wassergefäße stehen. Die sind eben auch für die Bienen und für die Insekten. Und das zieht sich ja dann fort mit dem Hühnergott und mit den Igeln. Ja. Und das lässt uns natürlich auch nach der Zielgruppe fragen, so wie du es darstellst. Könnte uns ja interessieren, lesen Kinder das selbst? Ist das ein Vorlesebuch? Denn vom Stil her ist das ja eine relativ leichte, einfach zu verstehende Sprache. Und ich habe darin für mich eher ein Vorlesebuch gesehen, weil ich glaube, das ist für die Zielgruppe der 6- bis 7-Jährigen, die gerade anfangen zu lesen, dann doch bei einer einfachen Sprache zu schwierig und besser geeignet ist, vorzulesen. Wie hast du das gesehen? Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe ja nun Enkelkinder in ganz verschiedenen Altersgruppen, unter anderem auch in dieser, und hatte tatsächlich das ganz große Glück, dass die beiden Enkelmädchen 7 und 5 Jahre auf einem ganz kurzen Besuch bei uns waren und ich das Buch da hatte und habe es ihnen mal gezeigt. Henrik, ich glaube, das ist sehr, sehr verschieden. Ich habe auch große Enkeljungs gehabt, die überhaupt nicht lesen wollten, wenn überhaupt, dann vorlesen. Also insofern stimme ich dir zu. Aber es gibt auch Kinder, die sehr früh und sehr, sehr gut lesen können und dann wahnsinnig stolz drauf sind, selbst lesen zu können. Das habe ich dann tatsächlich mit meinen Mädels da ausprobiert. Die Große hat so ein kleines bisschen der Kleinen was vorgelesen, aber beide haben dann auf das Titelbild geschaut und haben gesagt, oh, das Mädchen sieht aber nun nicht gerade fröhlich aus. Also das kam sehr schnell. Warum ist denn die so traurig? Und dann habe ich so ein Stückchen weitergelesen und habe auch erzählt, warum diese Traurigkeit. Genau, denn tatsächlich sind ja auch ein paar Illustrationen drin. Wesentlich lebt das Buch natürlich vom Text. Und die Bilder, finde ich, die illustrieren nochmal die Stimmung ganz gut. Hat denn deinen Enkeln grundsätzlich dieses Büchlein gefallen? Naja, die beiden sind so, sie sind lesehungrig, lesebegeistert und auch vorlesefordernd. Sie sind für mich natürlich ein Maßstab und denen gefällt erstmal jedes Buch. Aber wir haben es bis zu Ende, wir konnten es nicht bis zu Ende lesen, aber anschauen, und habe dann auch über bestimmte Abschnitte gesprochen. Also ich denke schon, wenn ich ihnen das mitbringe, freuen die sich auf jeden Fall. Dir hat das Buch gefallen? Ja, eine kleine Einschränkung bei den Läusen. Die muss ich einfach machen, weil vielleicht gehe ich auch tatsächlich von meinen Enkelkindern aus, ich weiß es nicht. Aber es war einmal zu viel, bis das Kind verstanden hat, also ich kann Läuse nicht an eine Leine nehmen oder kann die als Haustiere haben. Das ist ein interessanter Widerspruch, weil in der zweiten Geschichte Lea ein Mädchen ist, das sich offensichtlich ganz gut mit Bienen auskennt. Und gleichzeitig, das ist ja relativ ironiefrei auch dargestellt, möchte sie wirklich die Läuse als Freunde haben. Ich verstehe das schon, okay. Noch irgendwas?
Ja, wenn ich nun schon mal den Part habe, füge ich auch noch eins an. Mit dem Hühnergott, da hätte ich mir noch etwas mehr von dieser Feriensituation gewünscht. Der Hühnergott, der spielt dann in der vierten Geschichte, vier sind es, ja, in der vierten Geschichte ja die Rolle, dass es da zu dieser Auseinandersetzung kommt, wo die Lea sogar verletzt wird. Aber in der dritten Geschichte taucht er nur erst ganz am Schluss auf. Und mit Hühnergöttern kann man doch so schön fabulieren. Da habe ich gedacht, ah ja, da hätte vielleicht noch so ein kleiner Tuck dazu gekonnt. Da habe ich jetzt etwas mehr Nachsicht, weil ich denke, der Hühnergott ist ja ein Zeichen, wo ein Gegenstand aus der Natur in die Kultur hineingeht und die Menschen dem eine Bedeutung zuweisen. Ein Stein mit einem Loch, der möglicherweise Wünsche erfüllt. Da bin ich relativ nachsichtig, weil ich glaube, dass in dieser Geschichte Endlich Ferien es im Wesentlichen darum geht, wie erlebt Lea eine für sie fremde Umgebung, die ja weitgehend von der Landschaft, dem Strand, der Ostsee selbst und darüber dem Himmel bestimmt ist. So habe ich das für mich gelesen. Aber es gibt Genau, etwas, das du möchte hast ich, auch ein Aber, ja? ja genau, das möchte ich gerne anmerken. Was ich großartig finde, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Grundidee des Respekts, den die Menschen, insbesondere auch die Kinder, von vornherein für die Natur haben sollten. Aber so wie wir natürlich in die Natur schauen, ist sie so in Ordnung und im Gleichgewicht gar nicht. Und ich glaube, ich hätte mir von dieser Grundbotschaft mehr gewünscht, nicht zu sagen, wir müssen sie im Gleichgewicht halten, sondern sagen, sie ist nicht im Gleichgewicht, dafür ist der Mensch verantwortlich und er hat dann auch dafür zu sorgen, dass sie gegebenenfalls nicht noch weiter aus dem Gleichgewicht rutscht oder aber, dass die Welt wieder besser wird, die Natur vor allem. Ja, ich kann dir folgen, Hendrik. Das ist natürlich für Kinder ein hochkomplexes Thema, aber die Autorin hat ja wirklich die Sprache auch an das Alter gut angepasst. Und da wäre so ein Satz gut möglich gewesen. Ob das nun für die Situation der Bienen ist oder ob das dann in der Natur an der Ostsee passiert oder auch mit den Igeln, die ja auch schützensbedürftig sind. Also an verschiedenen Stellen hätte man da was einbauen können. Ohne dass jetzt, es ist ja so konzipiert als kleinere Geschichten, die auch für Erstlesealter nicht so umfangreich sein dürfen, ohne dass man das Ganze jetzt aufbläht und was Größeres draus macht. Genau, und trotz unserer kleinen Einschränkung bleibt ja der Grundeindruck bestehen, ein gut umgesetztes, sprachlich-stilistisch gut umgesetztes Anliegen von Gundula Ihlefeld. Und ich denke, das ist für Eltern, die sagen, Mensch, wie spreche ich denn mit meinen Kindern über Natur, glaube ich, ein guter Aufhänger, um zu sagen, ach, dann lese ich die Geschichte durch. Und wenn Kinder Fragen haben, sollten wie deine Enkel ja auch. Warum ist sie so traurig? Oder andere Dinge, warum will sie unbedingt Läuse als Freunde haben? Da können die Eltern, vermute ich, ganz gut mit arbeiten, um mit den Kindern darüber zu sprechen. Genau, da können die einsteigen und können das, was solche kleinen Geschichten nicht leisten können, ja, in ihrer Verantwortung als Eltern andocken. Ja, Heißt also damit. für uns eine Empfehlung. Klare Leseempfehlung, vielleicht auch Kaufempfehlung. Wir kommen ja in die Vorweihnachtszeit. Ja. Uschi, was haben wir denn noch mitgebracht? Wir haben gesagt, ein Lyrikband. Ja. Das ist der Lyrikband, der vierte Lyrikband von Pia Monika Nittke. Pia Monika Nittke ist schon seit längerem Autorin, immer Lyrikerin. Sie ist eine sehr sensible Beobachterin von Natur. Sie widmet sich aber auch den menschlichen Beziehungen und
Das ganze Buch ist... Und sie ist auch Musikerin, glaube ich. Das Ganze schauen wir uns auch wieder in einem kleinen Feature erstmal an. So machen wir das. Indem wir die Autorin porträtieren. Ich komme an sich aus der musikalischen Ecke und bezeichne mich eigentlich als Wandererin zwischen den Künsten. Ich bin in einem sehr musischen Klima aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen riesengroßen Bücherschrank im Jugendstil. Die Bücher, die zogen mich schon immer an. Erst Hans Märchen, dann die Klassiker. Und als Kind, es ist so, dass ich das eigentlich nie so recht trennte. Lesen und selbst schreiben wollen. Als Kind wollte ich mir einmal eine Oper schreiben. Die ersten Szenen waren entstanden, der Froschkönig. Ich habe dann dazu auch kleine Bühnenbilder gebastelt. Und wenn ich Melodien hörte, da wollte ich mir auch welche ausdenken. Wie ich dann ungefähr 12, 13 war, habe ich versucht, ein Theaterstück zu schreiben. Kampf der Naturwächter. Also das war mit schrecklich viel Pathos. Ich kam ja sehr zeitig an die Musikhochschule nach Dresden. Da habe ich dann schon irgendwelche Porträtskizzen geschrieben, also von Menschen, die mir Vorbild waren und die irgendwie auch meinen Weg bestimmten. Damals waren es vor allem Aufzeichnungen, also ganz kontinuierlich begann ich es 1984, als mein jüngstes Enkelkind geboren wurde, Christian. Ich versuchte immer, das Unverwechselbare des Tages festzuhalten. Das ist so eine Art Familienchronik geworden. Das ging dann weiter, dass dann Reiseimpressionen reinkamen. Dann kam ja die große Reisezeit mit Italien und Frankreich und allem. Das sind inzwischen fast 50 Bücher geworden. Das habe ich auch jetzt noch fortgeführt. Ungefähr, das war Ende der Jahrtausendwende. Ich übersetzte da von einem amerikanischen Schriftsteller die Gedichte ins Deutsche, komponierte da auch einen ganzen Zyklus. Das ist auch in Pennsylvania erschienen, das Buch. Und meine Tochter sagte, schreib doch auch mal eigene Gedichte. Ich sagte, das kann ich nicht. Dann habe ich es versucht. Inzwischen sind es ungefähr 800 geworden. Ja, doch, die Zusammenarbeit ist was ganz Besonderes. Wir arbeiten eigentlich seit dem Zeitpunkt zusammen, also seit meine Mutter Gedichte schreibt. Es ist ja der mittlerweile vierte Gedichtband, der gemeinsam erschienen ist. Und ich denke mal, das wird auch nicht der letzte sein. Es ist so, dass sie sich von meinen Bildern inspirieren lässt, aber auch umgekehrt, dass man eben gegenseitig schaut, wo passen jetzt Lyrik und Fotografie zusammen. Meine Mutter hat dann immer schon ein bestimmtes Foto im Blick, wenn sie ein Gedicht vorhat zu schreiben oder eben auch umgekehrt. Es ist wirklich für mich eine ganz besondere Sache, auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Also indirekt habe ich ja auch mit meinem Vater zusammengearbeitet, der leider nicht mehr lebt. Wir hatten, meine Mutter und ich, ein Buch herausgegeben im Dr. Zieten Verlag ebenfalls, genau wie die Lyrikbände auch. Das nennt sich Willi Jenich, Meißner Ansichten, Meisterzeichnung aus den 1950er Jahren. Und auch das ist etwas Besonderes. Dieses Buch enthält Zeichnungen meines Vaters aus der Meißner Umgebung. Und es war mir halt wichtig, dass mein Vater nicht in Vergessenheit gerät. Und was für mich auch ebenfalls was Besonderes hier war, ist, dass Günter Kunert, der Schriftsteller, der eben auch leider schon verstorben ist, das Nachwort geschrieben hat. Ja, Pia Monika Nittke, wir haben das ja auch gesehen, hat ein arbeitsreiches, eigentlich erfülltes Leben, auf das sie ja als ältere Person schon zurückblicken kann. Sie war Musikerin, sie hat am Theater gearbeitet und hat sich dann später der Lyrik zugewandt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Verbindungen, weil Kunst geht ja auch oft über Bande und sie ist
wirklich eine sensible Beobachterin in jeder Beziehung. Und was ich so besonders finde, dass sie eine Sprache hat, die mich manchmal sehr, sehr überrascht hat und sehr jung daherkommt. Der ganze Band ist sehr schön gestaltet, Hardcover, und lebt dann auch vom Zusammenspiel mit den vielen Schwarz-Weiß-Fotografien von Elisabeth Heinemann. Und Elisabeth Heinemann, das ist, wer die beiden kennt, der weiß das, die Tochter von Pia Monika Nittke. Und die beiden, ja, ich glaube schon, die haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Und davon lebt auch dieses Büchlein. Es heißt Das Lachen der Möwe. Worum geht es in diesem Lyrikband? Hat er eine klare Gliederung? Gibt es Kapitel? Wie sind die Gedichte nach deinem Eindruck aufgebaut? Es gibt keine Kapitel. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so unbedingt nötig. Man kann ja da immer drüber streiten, passt es nun dahin oder dahin. Kann man machen. Ich weiß, es ist ihr vierter Lyrikband. In anderen Lyrikbänden davor gab es auch Zuordnung. Das ist hier nicht der Fall. Aber es lebt, wie gesagt, von dieser schönen Harmonie mit den Fotografien der Tochter. Da finden sich Naturgedichte. Vielleicht kann man auch mal das eine oder andere. Ja. Ich lese einfach mal eins vor. Und das ist ganz kurz. Und das hat was von Natur, von Beobachtung und auch vom sensiblen Einfühlen in solche Naturlyrik. Im Verborgenen. Gedanken steigen aus der Tiefe wie Lotusblumen aus dunklem Teich, entfalten schimmernd ihre Flügel, ich hüte sie in ihrer Zartheit vor grellem Licht. Wunderbar beobachtet. Und ich glaube, das hat natürlich auch was mit Lebenserfahrung, mit Alter und mit zur Ruhe kommen zu tun, wo diese Tiefe dann ihre Verse trägt. Insofern, glaube ich, ist das auch ein sehr gutes Beispiel, das du ausgewählt hast aus dem Buch, weil du ja schon angedeutet hast, es geht zum einen um Momente, es geht vor allen Dingen um relativ kleine sinnliche Eindrücke, die sie zu einem Gedicht verdichtet. Ja. Und das Ganze in einer sehr rhythmischen Sprache. Entsteht natürlich leicht der Eindruck, hier schreibt eine Musikerin. Es reimt sich nicht, bisweilen wird der Artikel zu Beginn einer Zeile weggelassen. Trotzdem entsteht nach jedem Gedicht so ein bisschen der Eindruck, ich bin an diesen kleinen Gedanken, an diese kleine Bewegung, an den Eindruck sehr nah rangeführt worden von Frau Nittke. Ja, ja, das ist gut beobachtet, finde ich, und du hast völlig recht. Diese Verbindung zwischen Musik und Lyrik hat ja auch was mit Sprachrhythmus, mit Sprachmelodie und mit wirklich ganz besonderer Liebe zu, wie klingen Wörter, welchen Eindruck hat ein Wort, ist es hart oder ist es sehr poetisch oder hat es eine ganz bestimmte Sprachmelodie. Also das ist wirklich, glaube ich, etwas, was sie sehr gut beherrscht, weil ihr Leben als Musikerin da ganz viel sozusagen in ihr gespeichert hat, was jetzt in der Lyrik wieder zum Ausdruck kommt. Und das ist ja ein sehr eigenständiges Merkmal, das ihre Gedichte charakterisiert. Vielleicht auch im Gegensatz zu manch anderem Lyrikband, den wir auch hier in diesem Format schon vorgestellt haben. Häufig geht es ja darum, dass ein Autor, eine Autorin irgendeine Person aus der Vergangenheit direkt adressiert und darüber ein Gedicht macht. Oder aber Metaphern und Allegorien gewählt werden, eine Morgenstimmung, irgendetwas. Das, finde ich, macht Frau Nittke nicht. Sondern sie belässt das in diesem kleinen
Sprachdiamant, beinahe dann schon, der für sich steht. Und ja, keine Kapitel, genau, aber es gibt so bestimmte Themen, die sich zuordnen lassen. Das ist der Urenkel, über den sie so ein paar Texte verfasst hat. Dann sind das einzelne Personen, mal ist es die Fotografin, wahrscheinlich ihre Tochter dann gemeint, dann ist es ein Straßenmusikant oder die Nachrichtensprecherin. Aber es stehen diese Gedichte nicht als Metapher oder irgendetwas für Personen, so habe ich das wahrgenommen. Ja, nein, das steht wirklich für sich und geht ganz häufig auch mit den Fotos, die ja immer gegenübergestellt sind. Ich suche gerade mal eine wirklich wunderbare Einheit ein. Ich zeige es mal in die Kamera, das ist auch so etwas. Du hast natürlich recht, es geht auch um Personen, es geht auch um Tiere, aber sie bleibt immer genau dabei. Und Elisabeth Heinemann als ihre Tochter und einer wirklich sehr tiefen Beziehung zwischen beiden bereichert das Buch natürlich und bereichert das nicht nur, sondern das ist eine Harmonie, die sich einfach ergibt. So sehe ich das. Und ich habe mal ein Zitat gefunden von einem Fotografen und das fand ich für diese Verbindung auch sehr passend. Der hat gesagt, 1902 geboren, der hat gesagt, ein Foto wird meistens nur angeschaut. Selten schaut man in es hinein. Das ist Anselm Adams gewesen, ein amerikanischer Fotograf. Und ich meine, jetzt blättert sich das Buch von alleine zu, ich meine, dass das auf die beiden in ganz besonderem Maße zutrifft, weil manchmal auch über das Foto in die Verse hineingeschaut wird. Also dieses sowohl als auch. Und ganz gewiss entsteht damit nicht nur der Eindruck, dass dieser Lyrikband zusätzlich um Fotos angereichert wurde, sondern diese Fotos stehen nach meinem Eindruck als eigenständige Kunstwerke. Eins durfte ich bei dir schon mal mir anschauen. Das wirkt ja dann im Ausdruck gar nicht mehr wie ein Foto, sondern wie ein Kunstwerk, wie gezeichnet. Und ergänzt, denke ich, sehr, sehr gut diesen Lyrikband von Frau Nitke. Also von uns eine reine Empfehlung. Ja, unbedingt. Und ich weise auch da nochmal auf die Vorweihnachtszeit, die jetzt so langsam eingeläutet wird, hin. Das ist wirklich ein hochwertiges und recht edles Geschenk. Mhm. So würde ich das abschließen wollen. Ja, Uschi. Und dann haben wir noch ein drittes Buch mitgebracht von unserem Vereinsmitglied Günther Hartmann. Ein Aphorismenband, bezeichnet mit dem wahrscheinlich schon entsprechend wegweisenden Titel Die Zuckerbrotpeitsche. Bevor wir darüber sprechen, schauen wir uns auch hier wieder an, wer ist der Autor, wer ist Günther Hartmann? Ja, Uschi, Günther Hartmann ist auch eine interessante Persönlichkeit, wie wir gerade eben in dem Porträt gesehen haben. Und Günther Hartmann hat ein Aphorismenband rausgebracht
Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist denn überhaupt ein Aphorismus und wie lässt er sich vielleicht literarisch einem Genre zuordnen? Der Aphorismus ist ziemlich alt. Wirklich große Geister, Philosophen, Denker verschiedener Couleur haben sich mit dem Aphorismus eigentlich immer, immer, immer beschäftigt. Ich bin jetzt nicht so firm zu sagen, wie das so in der Antike war, aber da gibt es auch Sprüche, Zitate, die als Aphorismus gelten können. Ich liebe besonders Lichtenberg, Christoph Lichtenberg als Aphoristiker, der das so in die deutsche Literatur gebracht hat und der wirklich als Philosoph sehr scharfzüngig, sehr kritisch war. Und dieses Aufgreifen philosophischer Lebensweisheiten, Gedanken und dann mit so einem Drive zu einer Pointe, zu einer wirklichen Gesellschaftskritik, das macht schon Spaß zu lesen. Und kann sich Günther Hartmann in die Reihe einordnen wie Lichtenberg? Hast du das Buch mit Gefallen gelesen, als Freude an Aphorismen, die du hast? Ja, ich lese Aphorismen nicht nur gerne, sondern habe auch von Günther Hartmann die Aphorismen mit Freude, mit manchmal auch mit ein bisschen Widerspruch. Das ist ja auch ganz normal, das gehört ja dazu. Günther Hartmann ist ein ausgewiesener Aphoristiker. Er hat, glaube ich, von sich selbst auch mal gesagt, nee, Prosa kann ich nicht. Also, ist das sein erster Band? Nein, er hat drei, das ist der dritte Band, den er vorgelegt hat. Wenn ich die Reihenfolge jetzt richtig habe, war das erste Die Nase der Sphinx. Das zweite, Spaßvögel bauen Nester in Fallgruben. Das ist ja auch schon so, ne? Die sind auch alle drei und dieses eben jetzt Zuckerbrotpeitsche, jetzt habe ich es. Alle drei sind auch illustriert, was ja so ein Aphorismenband dann auch leben lässt, dass das nicht nur diese kleinen Aperçus aneinandergereiht, sondern auch immer irgendwie aufgelockert. Ich glaube, das braucht der Leser Frau, auch. Sabine Riemenschneider. Sabine Riemenschneider, genau. Ich hatte ja schon gesagt, großes Vergnügen, bis aber auch zu Widerspruch. Das ist einfach so, das ist, geht mir bei Lichtenberg ganz genauso, dass ich manchmal sage, will er mir jetzt sagen, manches ist vielleicht auch aus der Zeit heraus nicht mehr so ganz 100% passend, aber das ist keine Minderung, sondern das gehört einfach zum Aphorismus, dass man auch widerspricht. Günther Hartmann, glaube ich, relativ deutlich und relativ laut auch hier in der Zuckerbrotpeitsche. Mhm. Und es lohnt wahrscheinlich, einen Blick auf die Themen zu werfen, mit denen er sich auseinandersetzt. Es wirkt auf mich so, als würde er sich natürlich auch mit seiner Vergangenheit, mit der DDR-Vergangenheit auseinandersetzen, dann aber auch mit aktuellen Ereignissen, wirft einen kritischen Blick auf Politik, Politiker insbesondere, hat mit einigen Zeitgeistphänomenen, wenn man sie als solche bezeichnen möchte, wie der Gendersprache, seine Probleme und einigen anderen mehr. Wen adressiert Günther Hartmann mit der Zuckerbrotpeitsche? Wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppenfrage ist ja immer eine schwierige. Aus meiner Sicht, Hendrik, sag ich mal, alle die wache Geister sind und vielleicht auch wenig Zeit haben, ganz lange Sachen zu lesen, ob das nun Prosa ist im literarischen Bereich oder aus dem Sachbuchbereich. Er ist da, glaube ich, so ein Grenzgänger, weil er sich wirklich mit diesen Fragen der Gesellschaft, du hast völlig recht, seine Vergangenheit aus der DDR bin ich ja auch, ich komme ja auch aus dieser Vergangenheit und weiß, dass das gehört dazu, dass ich mich auseinandersetze. Ich kann das nicht im Aphorismus, aber ich habe dafür sowohl größtes Verständnis, es trifft aber auch die Zielgruppe derer, die so ähnlichen Alters sind, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Bei den Jüngeren, die die DDR nur als ganz junge Menschen erlebt haben, ist das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Müsste man mal testen.
habe ich noch nicht gemacht, aber unser Alter auf jeden Fall. Er setzt sich aber ganz genauso auch mit der Gegenwart auseinander. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass ein Aphorismus das dann auch schafft, sich darüber hinaus, wenn das so einen Haken bei mir gesetzt hat, dass ich mich darüber hinaus auch mit den Fragen aus einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen, aus einem anderen Genre, ob das nun Prosa-Literatur ist oder ob das auch kritische Lyrik ist, die gibt es ja auch, oder in den Sachbuchbereich mal, der hat da was angesprochen, würde ich gerne mal noch was anderes drüber lesen. Das Interessante bei dieser kritischen Sicht auf die Themen, mit denen Günther Hartmann arbeitet, ist, dass das nicht über feinsinnige Ironie geschieht, sondern dass ja wirklich der Titel, die Zuckerbrotpeitsche, hier sprachlich, wie ich das wahrnehme, Programm ist. Das ist schon ziemlich auf die 12, das tut teilweise auch sehr weh. Und ich bin mir gar nicht sicher, aus welcher Intention heraus Günther Hartmann seine Aphorismen geschrieben hat, weil das für mich so zwischen den Zeilen klingt, als sei er ein wenig verbittert oder hadere mit den Dingen dieser Welt. Ging dir das ähnlich? Verbittert ist mir zu sehr auf die 12. aber hadern, ja, natürlich. Ich denke, das ist, ich kann das für mich sagen, dass ich das sehr menschlich finde, wenn ich mit bestimmten Dingen hadere. Wir haben bei der Gundula Ihlefeld mit ihrem kleinen Büchlein auch das Thema Natur, Erhaltung der Welt und. Damit hadere ich manchmal sehr. Er hadert sehr mit menschlichen Verhaltensweisen, glaube ich. Auch mit Kritik an politischen Entscheidungen, Zuständen oder auch vergangenen Sachen. Auf die 12 ja, aber manchmal ist es auch ein bisschen drunter. Also ich würde ihm nicht absprechen, dass er auch das Florett nehmen kann, aber nicht überwiegend. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und insgesamt, wir haben ja in Vorbereitung auch auf diese Sendung das Buch ja am Stück gelesen. Mhm. Macht das Spaß? Also ich war so hin und her gerissen, weil ich einige Dinge im hohen Maße gelungen fand. Da dachte, tolle Idee. Und da gab es so Dinge, da war ich mir nicht ganz so sicher. Wir können mal zwei, drei Beispiele übernehmen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also gelungen fand ich zwei Dinge. Aufgeblasene sind dünnhäutig. Das fand ich wirklich großartig, weil dieses Bild des Luftballons bezogen auf Menschen, die sich wichtiger machen, als sie sind, glaube ich, sehr, sehr gut passt, wenn man sie dann auch auf Kritik anspricht. Und vielleicht der beste Aphorismus in dem Text ist: nicht die in Stein gehauenen sind die Helden, sondern die darunter liegen. Ah. Das fand ich ziemlich großartig, aber sehen schon, das Buch ist ja dann voller Ansätze. Wie ging dir das damit? Der letzte Aphorismus, der zweite, den du jetzt vorgelesen hast, der ist mir auch sehr, sehr gut im Gedächtnis. Ich habe mir ein paar hier aufgeschrieben, ja. Müsste ich dann lesen, aber ich mache erst mal so zu deiner Frage, man kann das nicht durchlesen und das macht auch mir keinen Spaß. Ich nehme mir jetzt das Büchlein und lese das von vorne bis hinten. Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht bleibe ich auch mal bei einem hängen und fange dann genau damit an, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke da weiter drüber nach. Und damit hat er ja dann eigentlich in dem Moment bei mir das erreicht, was er erreichen wollte. Nicht alle Ideen, die dann in Aphorismus von ihm gegossen worden sind, der absolut große Wurf. Ich glaube, er will sich auch gar nicht mit Lichtenberg oder anderen Philosophen messen, sondern das verarbeiten, was eben in ihm ist, ob das nun das Hadern, das kritische Betrachten, das auf die Schippe nehmen, alles sowas. Also ich gucke mal. Das ist auf der Seite 14. Genau, der zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Transparenz ist die subtilste Form der Undurchsichtigkeit.
Ich will das jetzt nicht weiter erläutern, aber das hat bei mir was ausgelöst, was eine ganz persönliche Erfahrung ist. Ja, auch schon sehr hintersinnig, ja. Während wir bei dem Kinderbuch oder dem Lyrikband gesagt haben, das ist ja eine schöne Empfehlung in Anbetracht der bevorstehenden Weihnachten. Wie sieht das hier aus? Ist das auch eine Empfehlung und wem würden wir das empfehlen als Geschenk? Ich kann nur noch mal verweisen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Empfehlung ja, auf jeden Fall. Es ist ein sehr schönes Büchlein in Hardcover, im Dorise Verlag erschienen und auch von der Sabine Riemenschneider kleine Grafiken, die ich sehr nett finde. Wer wach und offen ist und kritisch durch die Welt geht, für den ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Und freuen würde es mich natürlich, wenn wirklich Jüngere sich damit auseinandersetzen und vielleicht auch zu einem anderen Zugang kommen zu bestimmten Lebenssituationen. Das klingt für mich wie ein wunderbares Schlusswort zu der Vorstellung unserer drei Bücher, die wir heute in der Sendung neu im Bücherregal hatten. Möchtest du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen abschließend noch etwas mit auf den Weg geben? Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher kaufen, weil Weihnachten ist und ansonsten uns gewogen bleiben und die Sendung des Fördervereins der Schriftsteller, der sie trägt, auch im nächsten Jahr. Und wir versprechen, wir machen dann mehr Sendungen als eine, Hendrik. Das machen wir.